Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute jemanden dabei, den habe ich schon echt richtig lange nicht mehr dabei gehabt. Und zwar ist es Rob! Hallo! Applaus! Leute, ich habe mir gedacht, ich drehe seit 2 Jahren endlich mal wieder ein Video mit Rob. Und für was ist Rob mehr bekannt als fürs Frittieren? Ich weiß nicht, ob es ihm so gut gefällt, aber sind wir doch mal ehrlich, das ist einfach nur mal der Fall. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das heute so. Ich lerne vom Profi. Wieso denken immer, ich wäre so ein Profi-Frittierer? Hey, du hast schon alles frittiert. Aber dann ist man doch kein Profi. Hä, findest du nicht? Ja, vielleicht. Das hier hat er ohne Rezept gemacht. So, hä, muss ich noch mehr dazu sagen? Ich habe versucht, die krassesten Sachen herauszufinden. Eigentlich wollte ich auch, dass Rob mir so eine kleine Liste macht, damit er so sagt, was am geilsten ist, aber er hat im Endeffekt nur gesagt, wir sollen Hotdog kaufen. Der Hotdog war wirklich cool. Und ich habe mich daran orientiert und habe so versucht, so richtig krasse Dinge zu kaufen. Ich bin gestern extra losgefahren und habe einen fucking Burrito gekauft. Oh, einen Burrito? Ja. Das? Und ich habe eine komplette Benjamin-Blümchen-Torte gekauft, weil mein Geburtstag war vor kurzem. Ich liebe die Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, ne? Ich hatte übrigens einmal in einem Video gesagt, dass das die geilste Torte ist und Benjamin Blümchen hat unter meinem Video kommentiert. Oh mein Gott, bei mir auch schon. Echt? Ja. Ich habe mich so gefreut. Ja, und er hat auch noch zurückgeschrieben. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem größten und ekligsten Frittierspaß aller Zeiten. Deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Woo! Pass auf, ich würde sagen, wir nehmen am Anfang schon mal was richtig Geiles, und zwar so eine richtige Pizza. Ja. Die ist halt schon seit heute Morgen nicht mehr in der Tiefkühltruhe gewesen, deswegen, ich bin gespannt, wie die aussieht. Oh, warte, und? Ich habe das Crispy-Zeug hier noch gekauft. Oh. Das heißt, wir machen nicht nur ganz normal Frittierteig, sondern wir machen das Crispieste daraus, was geht. Und wie groß darf denn das Stück sein? Ja, so viel wie hier reinpasst, ne? Also wir haben ja übrigens die gefühlt größte Fritteuse der Welt, ja, die zufällig auch Rob gehört. Nee, ihr schmeißt das einfach rein. Okay, ich schmeiß da rein. Wir werden so nach Frittierfett gleich stinken. Jetzt habe ich schon wieder Bock, ey, wenn ich dieses Stück einfach sehe. Einfach rein? Ja. Das ist halt schon so labbrig, dieses Stück. Okay, so sieht unsere Pizza jetzt aus. Ich bin gespannt, wie sie gleich aussieht. Let's go. Boah. Boah. Also das Ding ist, soll ich dir mal so zeigen, was ich noch so habe? Ich habe einen Burger. Oh. Wir haben Zimtschnecken. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel gekauft. Ich habe eine XXL-Toblerone. Oh, geil. Ja, und hier ist unser Burrito. Und also auf den Burrito freue ich mich am meisten. Ach so. Ich habe gestern ein Riesenstück Käse gekauft. Das ist schon echt. Wir sind noch nicht fertig. Oh. Ich habe eine Wassermelone. Guck mal hier. Joey, ich kann das schaffen. Ja, ich weiß. Wir machen einfach so weit, wie wir kommen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das sieht halt aus, als wäre die doppelt so groß wie am Anfang. Wollen wir den Burger schnell? Ja, los, lass den Burger machen. Ja. Perfekt. Und rein. Klappt das? Ja. Drück dir mal so ein bisschen zusammen. Sollen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr dran machen? Wie ekelhaft. Das wird jetzt safe geil. Ja, das wird safe geil, aber wir haben halt fast alles an Tempura für den eigenen Burger gebraucht. Pizza okay. Raus und den direkt rein. Wow, boah. Das sieht auf jeden Fall crunchy aus. Ein Burger rein, ne? Scheiße. Oh mein Gott. Boah, das wird so geil werden. Guck mal, wie hier aussieht. Wow. Boah, die ist echt heiß, ey. Wollen wir? Let's go. Oh, ein Gaumen. Boah. Ich hab noch nie so eine crunchy Pizza gegessen. Alter, dieser Burger sieht richtig Premium aus. Ja, das sieht einfach nicht normal aus. Perfekt aus. Seid ihr bereit, Freunde? Ich glaube, ihr habt den noch nicht gesehen, ne? Alter, boah, der ist perfekt. Das ist der perfekt frittierte Burger. Wow. Boah. Oh mein Gott. Zeig mal. Wow. Alter, das sieht so krank aus. Das ist einer der satisfyingsten Momente in meinem ganzen Leben, ey. Unglaublich. Das habe ich selber noch nie so gesehen. Ich bin einfach fasziniert davon. Ja, komm rein damit. Wow, die Mayonnaise ist sogar noch ein bisschen kalt. Das ist wirklich einfach perfekt. Das ist das beste frittierte Essen, was ich je gegessen habe. Ich habe das auch richtig gemerkt, wie sowas Kaltes noch reinkommt. Das ist der Shit, Alter. Mm. Lass mal die hier probieren. Die Wassermelone? Ja, ja, okay, komm. Das Ding ist, wie macht man das? Ich hau die jetzt einfach hier rein. Genau, perfekt. Okay. Oh, ich weiß nicht, warte. Wie mache ich das jetzt? Sollte... Oh, sie rutscht. Ich bin eh gerade am Überlegen, wie das ist mit Wasser und Fritteuse und sowas. Oh, das weiß ich auch nicht. Aber du hast das schon mal gemacht, oder? Ich hab's schon mal gemacht. Oh, erschreckt mich nicht. Aber trotzdem, damals hatte ich eine 2-Liter Fritteuse. Das sind 10 Liter. Oh, Scheiße. Den Käse bin ich heftig. Ja. Wollen wir den als nächstes machen? Ja, finde ich gut. Guck mal, ich habe so ein richtig schönes Stück. Ja, das ist perfekt. Boah, wie krass die aussieht. Wow. Boah, die sieht aus, als würdest du dir so ein Premium-Restaurant so servieren. Ja, 120 Euro das Stück. Ja. Boah, ich habe jetzt viele Angst, dass ich hier... Alles gut? Nee. Ah! Ding ist sauschwer. Löst dich davon nicht mehr. Kannst du das abkratzen? Ich glaube, der Käse ist halt schon hart am Schmelzen. Ich glaube auch, dass unser Teig... Ist er noch da?
Oh shit. Ist der weg? Oh ja, der zerfließt, der zerfließt. Ja. Warte mal. Den machen wir drauf lieber. Boah, das sieht aber wirklich so das geil ist aus. Wirklich verrückt. Hey, also außer dem Käse haben wir bis jetzt alles richtig krank hinbekommen. Finde ich auch. Wollen wir reinbeißen? Ja. Süßer, ne? Mhm. Voll verrückt. Aber voll gut auch eigentlich, ne? Das Problem ist halt einfach nur, dass wir gerade Wassermelone essen und dabei einen halben Liter Öl trinken. Das schmeckt voll geil, ja? Ein Mix aus Fett und Wassermelone. Und was ist mit dem Käse? Er sieht schon geil aus. Ja, nicht schlecht. Er schmeckt super, finde ich. Boah! Ist auch ein guter Käse, muss ich sagen. Also bei mir geht's noch. Echt? Ich bin noch nicht so, dass ich sage, ich bin komplett voll und es wird eklig für mich. Respekt. Ich fände ja sowas hier spannend. Lass uns eine Zimtschnecke. Ja, oder? Zimtschnecke ist krasser. Ja. Das Ding ist, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Nein? Nein, ich weiß gar nicht, was? Mal, wie geht das? Dieses Gefühl, das aufzumachen. Echt? Ist schon richtig. Ist das so krass? Es ist so genial. Jetzt drehst du es so auf. Wow, das ist ja richtig geil. Ich liebe es. Warte, Teig oder ohne Teig? Lass es so rein. Ja? Ja, ja. Ach, auf jeden Fall nicht. Oh, scheiße, sorry. Alles gut. Boah, Alter, ich dachte gerade so, ich töte dich. Alles gut, alles gut. Okay, Leute, es ist ungefähr 10 Minuten später. Wir hätten nicht gedacht, dass das dann raus wird. Wie riesig ist das geworden? Das sieht richtig eklig aus, aber auch. Ich dachte jetzt, es ist knusprig, aber das ist so richtig wabbelig. Pass hier mal an, ey. Das fühlt sich richtig eklig. Es ist noch roh. Oh, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Okay, let's go. Meins ist lecker. Mm. Der rohe Teil fühlt sich halt echt nicht so geil im Mund an. Das ist so ein bisschen eklig. Innen ist nicht geil. Wir können langsam nicht mehr. Wir müssen uns jetzt auf zwei letzte Gegenstände einigen. Und ich sage mal, safe Burrito. Safe, safe. Shit, wir haben ja noch eine Benjamin Blümchen-Torte. Guck mal, wir machen den Burrito jetzt, lassen den perfekt abkühlen. Ja. Und dann machen wir die Torte. Okay, Burrito als allererstes. Ja. Eigentlich ist der ja perfekt eingerollt. Das heißt, es sollte nichts rauskommen. Aber er hat hier zwei Kratzspuren und ein Loch. Wo kommen die Kratzspuren? Weiß ich nicht, aber es sieht so aus, oder? Boah, der ist halt auch echt so wow. Fett, ey. Boah, der ist so schwer. Oh shit, boah, der reißt dir. Okay, ja. Und rein. Okay. So, und da okay. Nochmal rein. Boah, das ist richtig krank, ey. Der ist jetzt schon doppelt so groß wie vorher. Boah, das sieht aber auch so krass eklig aus. Das wird mir so ein Stück Arm frittieren, ey. Boah. Leute, das Ding ist fertig und kommt jetzt rein. Boah, ist der groß, Alter. Der ist wirklich einfach. Der reicht für vier. Ja. Boah. Boah, der geht gar nicht richtig unter, so riesig wow. Ist der. Boah, das wird unser Meisterstück. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der braucht eine Minute. Ich habe gerade Rückenschmerzen bekommen vom Halten des Burritos. Der war aber auch schon am Anfang so schwer, ey. Okay, Leute, unser Burrito weckt jetzt schön hier drin. Wir haben jetzt das krasseste Highlight unseres Lebens hier. Das ist die beste Torte, die man überhaupt kaufen kann. Safe. Und das Geilste an dieser Torte, dieser Boden, ne? Nein, das Geilste ist, dass sich das hier abzuziehen genauso gut anfühlt, wie das Plastik vom iPhone abzuziehen. Das ist so geil. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt ein Viertel von der Torte, oder? Ja, wie perfekt die jetzt schon aussieht. Wow, ne? Benjamin, wenn du das siehst, Shoutouts gehen raus. Wir haben dich lieb. Der kann da rein. Was ist das Fett, Alter? Warte. Das ist so ein Schweinebraten. Ja. Wow. Boah, Alter, das ist der krankeste Burrito ever. Stell dir vor, du kannst ihn so kaufen. Boah. Der sieht auch so schön serviert aus. Ja, ne? Boah, scheiße, ey. Ich glaube, ich kann das nicht gut. Nee. Das zerfliegt mir alles. Ja. Ich habe das Gefühl, ey, schon. Ja, ich glaube auch, das wird nichts. Ja, aber das könnte funktionieren. Boah. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Echt nicht? Da. Ja, scheiße, da oben ist kein Teig, ne? Es könnte noch was werden. Kann sein, ja. Du siehst nicht danach aus. Nee, ich hatte einfach gerade so richtig viel Fett eingeatmet. Okay, sollen wir es rausholen? Ja. Geht einfach über diesen Burrito. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer sich vorstellen können, aber der wiegt ungelogen 2 Kilo. Leute, wir schneiden jetzt die Torte an. Oha! Ja, doch, innen sieht die gut aus. Oha! Ja. Die sieht viel, viel besser aus, als ich dachte. Let's go, oder? Let's go. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, Benjamin. Nicht zu frittieren gedacht. Es schmeckt außen voll salzig und innen voll süß. Und das ja, passt, ne? Aber dafür haben wir das Finale aller Finale, also 2 Kilo Burrito. Wow! Wie schön sieht das aus! Perfekt, wirklich perfekt. Das ist der Shit, Alter. Lange nicht mehr so was Ästhetisches gesehen. Ja, ne? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Okay, lass hier reinbeißen, ey. Er ist perfekt. Ich muss
muss sagen, der Burger war geil. Also das ist auch nicht der leckerste Burrito, den ich gegessen habe. Ich habe mich so drauf gefreut, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen, wo hast du den gekauft? Der ist sehr trocken, ne? Ich kann nicht mehr, Joey. Ja, ich auch nicht mehr. Ich bin fertig. Ich bin komplett erledigt, ey. Dieser Film von Öl auf den Lippen, ne? Der ist wirklich ekelhaft, ne? Ich glaube aber, das war echt ein kranker Erfolg. Ja, hier. Da haben wir teilweise Geschichte mitgeschrieben. Leute, wenn ihr das Video genauso krank fandet wie wir, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir haben übrigens auch noch ein Video auf Robs Kanal gedreht, wo wir auch richtig verrückte Sachen gemacht haben. Und auch gegessen haben. Deswegen fühlen wir uns jetzt auch so. Ihr findet das jetzt hier eingeblendet und den Link auch nochmal unten in der Beschreibung. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, vergesst nicht, bei Rob vorbeizuschauen. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.